Wir reisen nach Mexico City, wo Chef Ana Martorell mit uns die größten Klassiker kocht. So geht echte mexikanische Küche. Auch zu Hause. Willkommen in Mexiko. Heute verrate ich euch alle Geheimnisse der mexikanischen Küche. Ich bin Ana Martorell und los geht's. Den Anfang macht Ceviche de Pescado, Fisch-Ceviche. Eine typisch mexikanische Vorspeise mit einer langen Zutatenliste. Fisch, Gurke, eine rote Zwiebel, Mais, Avocado, Mango, Orangen- und Limettensaft, Chili, Koriander. Und da hilft nichts. Ganz viel Schnibbeln steht an. Das ist zwar lästig, aber nicht schwer mit dem richtigen Messer. Keine Sorge, die Fleißarbeit zahlt sich später aus. Wenn du dann isst, wirst du kein einzelnes Aroma wahrnehmen, sondern alles auf einmal. Das wird eine Geschmacksexplosion. Richtig explosiv wird's mit unserem nächsten Geheimnis. Jetzt wird's ernst. Das ist Habanero. Damit mache ich ein bisschen Deko. Gestatten? Mexikos schärfste Chili. 50 mal pikanter als die berühmte Jalapeño. Willst du probieren? Fest steht, Mexikaner haben Humor und lieben Chilis. Jeder isst knapp ein Kilo davon im Monat. Chilis gibt's auch hier in jeder Form, Größe und Schärfe. Die Kunst besteht darin, je nach Geschmack den richtigen Schärfegrad zu treffen. Als nächstes hat der eigentliche Star des Gerichts seinen großen Auftritt. Der Fisch. Wenn es kein frischer Fisch ist und von guter Qualität, wird dein Ceviche, egal was du noch an Zutaten dazu tust, nicht gut. Siehst du, wie der Fisch glänzt? So erkennst du frischen Fisch. Wichtig ist ein halbfester, weißfleischiger Fisch, wie bei uns der Kabeljau oder Steinbutt. Ohne Gräten und schön gleichmäßig gewürfelt, por favor. Das ist Arbeit, da hilft kein Geheimnis. Das kommt zusammen mit unseren nächsten Zutaten. Hausgemachtes Popcorn, Überraschung für mehr Biss. Und eine Mango. Die zaubert etwas Süße in den Fischsalat. Danach geht es den Zitrusfrüchten an den Kragen. Annas Geheimnis hier, eine Orange verwenden. Ihr Saft mildert die Bitternote der Limetten. Wichtig, die Zutaten erst kurz vor dem Servieren mischen. Denn durch den Saft fängt der Fisch an zu garen. Als Grundlage dient eine Tostada aus blauem Mais, die Anna, ja, was macht die denn da? Das ist Mexiko. Für mich riecht's nach Mexiko. Na dann. Aber Vorsicht zu Hause beim Nachmachen. Obendrauf noch etwas Olivenöl und Salz. Und es kann angerichtet werden. Hier haben wir einen typisch mexikanischen Ceviche auf einer Tostada. Guten Appetit. Tatsächlich liegt der Ursprung des Gerichts nicht in Mexiko, liebe Anna, sondern in Peru, wo die Moche rohen Fisch mit Maracuja gegessen haben. Die ersten Limetten brachten dann die spanischen Conquistadoren. Aber zurück ins Hier und Heute. Wow, das ist wirklich sehr hübsch geworden. So sieht, würde ich sagen, das perfekte Ceviche aus. Ist jetzt fast zu schade, um kaputt zu machen. Ich nehme die Dinger runter, bevor du kollabierst. Before you collapse. Sehr aufmerksam. Der deutsche Gaumen ist gegen Habanero auch nicht gerüstet. Ist knackig, frisch und ein bisschen rauchig zugleich. Also wirklich sehr lecker. Weiter geht's mit der Hauptspeise. Tacos, Quemas. Was denn sonst? Das ist das typischste Gericht von Mexiko, der Taco. Man sagt, es gibt keinen guten Taco ohne gute Salsa. Deswegen machen wir Taco und Salsa. Tacos gibt es in Mexiko massenweise. Chef Ana hat sich für den Tacos Costras entschieden mit Rind und Käse. Dazu brauchen sie noch Tomaten, eine Zwiebel, Knoblauch und Chili für die Salsa. Mit dieser legt Anna auch los. Die Zutaten wandern noch ganz in die Pfanne. Das Geheimnis liegt in den grünen Tomaten. Sie sind bitterer und bringen mehr Geschmack. Nächster Schritt, Tortilla. Das Typischste, um Tortillas zu machen, ist ein Tortillero. Wenn man keinen hat, kann man eine Teigrolle verwenden. Die Tortilla formt der Chef per Hand, denn das geht kinderleicht.
Für das Original aus Mexiko wird Maismehl verwendet, das absolute Grundnahrungsmittel der Mexikaner. Nächster Schritt, die Füllung. Das Fleisch landet direkt in der heißen Pfanne. Das ist echter, richtig guter mexikanischer Käse und er heißt Oaxaca. Und der kommt oben drauf. Weil kein Öl in der Pfanne ist, klebt das Ganze ruckzuck am Boden fest. Aber das gehört sich hier angeblich so. Das muss so sein, damit der Käse eine schöne, leckere Kruste bildet. Auch das Salsa-Gemüse darf ruhig anbrennen. Das ist kein Fehler. So gehört sich das. Die verkohlten Tomaten verarbeitet Anna im Molcajete. Noch so ein geheimes Küchengadget der Mexikaner. Das ist wie ein Mixer. Alternativ könnte man auch einen Mixer benutzen. Aber wir haben in Mexiko eben Molcajete. Und der macht die beste Salsa. Der Mörser aus Lavastein fordert einen richtigen Kraftakt. Anna gibt alles. Und in 0,nix ist das Gemüse nur noch Matsch. Salsa und Tacos gehören separat auf den Teller, damit der Gast je nach Gusto seinen Taco würzen kann, wie er mag. Das ist ein traditioneller Taco in Mexiko. Und das Lieblingsgericht der Mexikaner. Warum? Liegt auf der Hand. Tacos sind super schnell zubereitet. Und richtig lecker, wenn man seine Geheimnisse kennt. Stimmt's? Wir haben hier mehr Fleisch als Tortilla, was schon mal richtig geil ist. Und dann hat der Käse so eine schöne Kruste gebildet, dadurch, dass er so leicht angebrannt ist. Und das knuspert dann schön im Mund. Das ist richtig, richtig geil. Olé! Der nächste Klassiker auf dem Mexiko-Menü ist grün und cremig. Richtig, Guacamole. Das ist eines der größten Gerichte, Guacamole. Hier ist es eine Vorspeise zum Teilen, die man in die Mitte des Tisches stellt und isst wie Brot. Pan. Die Avocado-Salsa kennt ja nun wirklich jeder. Aber wisst ihr auch, wie die echte Guacamole geht? Wenn ich außerhalb von Mexiko bin und Guacamole sehe, ist es das Einzige, wo ich mir sicher bin, dass es keine Guacamole ist. Guacamole isst man nur in Mexiko. Die Zutatenliste des Originals ist überschaubar. Avocado, grüne Tomaten, Chili, Knoblauch und Koriander, das war's. Also keine Limette, verrückt. Noch ein Geheimnis liegt klar in der richtigen Avocado. Nur woran erkennt man eine richtig gute Avocado? Die muss richtig weich sein. Wenn nicht, wird's klebrig und du wirst sie im Molcajete nicht ordentlich zermatschen können. Sie muss weich sein. Das Fruchtfleisch zermatscht Anna im Molcajete. Alternativ kann man nach einer Gabel greifen. Aber Finger weg vom Mixer. Wir wollen schließlich einen cremigen Dip und keine Suppe. Im Mixer dürfen Sie dafür den Rest der Zutaten klein machen. Heraus kommt eine grüne Soße, die Salsa Verde. Vorsicht, scharf. Die vermischt Anna mit der Avocado-Paste, dann noch etwas Salz. Und fertig ist der berühmte grüne Dip, ganz ohne Limetten. Ich habe keine Limette benutzt. Das Einzige, was ich machen werde, ist, den Avocado-Kern dazu zu legen, damit das Ganze nicht braun wird. Es braucht aber keine Zitrone. Das ist die Guacamole, die mir meine Mutter beigebracht hat. Kommen wir zur Geschichte. Guacamole ist uralt und wurde von den Azteken in die Welt gesetzt. Von ihnen hat der Dip auch seinen Namen erhalten, Aguacamole. Was übersetzt Avocadosoße heißt. Mit dem Siegeszug der Avocado hat Guacamole weltweiten Ruhm erlangt. Sie ist auch gesund und sie schmeckt. Schmeckt richtig gut. Die Avocado ist so super cremig und man vermisst jetzt überhaupt keine Zitrone tatsächlich. Ist halt super gut gewürzt jetzt mit dem Chili, mit dieser Salsa Verde und dem Salz. Also eigentlich reicht das wirklich. Und zum Schluss der Nachtisch. Exklusiv aus Mexiko bringen wir Ihnen Tamales. Ein Tamal wird aus Mais gemacht und es gibt verschiedene Sorten. Man kann süße Tamales machen oder salzige.
Heraus kommt ein Gericht, was ziemlich schwer ist, aber auch sehr reichhaltig. In die süße Variante kommen in der Reihenfolge Fett, Backpulver, Maismasse, Wasser, Zucker, rote Farbe, Rosinen, Mais und Bananenblätter. Das Geheimnis liegt in den Blättern. Jedes Blatt gibt dir einen anderen Geschmack. Im Maisblatt wird der Tamal trockener, während er im Bananenblatt mehr Feuchtigkeit behält. Los geht's mit einer für eine Nachspeise etwas ungewöhnlichen Zutat. Manteca, Schweinefett. Das schmeckt nach Mexiko. Es ist anders. Butter ist viel süßer, Manteca salzig. Und das bringt diesen bestimmten Geschmack, der für mich typisch Mexiko ist. Der Rest der Zutaten wandert nacheinander in den Mixer. Erst die Maismasse, dann der Zucker, das Wasser und dann die rote Farbe. Einmal kräftig rühren und das Schweinefett untermischen. Zum Schluss noch die Rosinen obendrauf. Das war's. Auf zum nächsten Geheimnis. Wir legen das Maisblatt ins Wasser. So wird es leichter zu füllen und reißt nicht. Als nächstes wirft sich der Teig in Schale. Das Geheimnis hier, weniger ist mehr. Auch bei den Bananenblättern gibt es einen Trick. Anna erhitzt sie kurz, damit sie an Spannkraft verlieren. Von hier aus geht es dann direkt in den Ofen. Für 1,5 Stunden mit Volldampf. Genug Zeit für eine kleine Reise in die Vergangenheit. Die ersten Tamales haben schon 7000 vor Christus das Licht der Welt erblickt. Da ein Tamal einzeln verpackt ist, war er die perfekte Mahlzeit to go für Krieger der Mayas und Azteken. Nach abgelaufener Zeit sind die Tamales bereit zum Servieren. Ganz auf traditionelle Art. Sieht toll aus. Was sagt unsere Redakteurin zu den süßen Maultaschen? Hecho en México? Man schmeckt jetzt kein Schweinefett heraus, was schon mal für ein Dessert guter Anfang ist, finde ich. Schmeckt halt sehr süß und so ein süßer Mais. Also ganz interessant. Ich kannte es nicht, aber schmeckt sehr lecker. Ein uralter Maiskuchen der Mayas zum Mitnehmen, der hoffentlich schon bald in unseren Küchen Einzug halten wird. Buen provecho!